Okay, also, wir haben neuen Kram gekriegt, wie ihr sehen könnt. Und was das jetzt Schönes ist, schauen wir uns jetzt an. Aber deswegen diese Stative für die teuren Lampen, weil wenn ihr jetzt euch überlegt, so nach dem Motto, da oben ist eine teure Lampe drauf und man lässt das aus und zu schnell runter oder so, dann fliegt die halt nicht, schlägt halt nicht auf, die wird halt ab. Ja, und natürlich sollte man jetzt trotzdem die Lampen vernünftig festdrehen, aber... Aber wir haben noch gar keine schweren Lampen. Noch? Und das? Alter, das sieht echt süß aus. Ist Le LED. Oh yeah. That's 100. Ist alles überbelichtet. So. Und das ist das Ergebnis, wenn wir jetzt aktuell mit den LED-Lampen beleuchten. Was sind das jetzt überhaupt für welche? Was, wie, wo, warum haben wir die bestellt? Und überhaupt, das sind wie L150 von Godox. Das sind LED-Tageslichtlampen. Die haben wir bestellt, weil sie erstens einen Bones S-Mount haben, also somit die gleichen Lichtformer benutzen können wie unsere Blitzköpfe. Und im zweiten Step, weil wir brauchten Tageslicht-LED-Lampen und das sind nun mal preis-leistungstechnisch die besten, die es da aktuell für uns gibt. Sie laufen außerdem auf dem V-Mount-Akku, wenn wir uns irgendwann einen V-Mount-Akku holen wollen und dann können wir sie auch unterwegs benutzen. Und das sind die ersten zwei Lampen, die gekommen sind. Die anderen Sachen, die noch kommen, lassen noch auf sich warten. Da ist auch noch spannendes Zeug dabei. Das gucken wir uns aber dann an, wenn es da ist. Und jetzt geht's erstmal weiter. Herzlich willkommen bei unserem Kleiderschrank, der nicht mehr aussieht wie ein Kleiderschrank. Wir bauen den Schrank jetzt ein bisschen um, versuchen da ein bisschen mehr Ordnung reinzukriegen, sodass wir da halt auch einfach mal schnell eine Kamera zusammenbauen können und das nicht immer auf unseren Schreibtisch machen müssen, weil die Schreibtische sind auch so schon relativ schnell immer zugehört. Ja, ein bisschen haben wir jetzt schon geschafft. Wir haben jetzt hier eine etwas größere Fläche, wo man dann ein bisschen interagieren kann. Das heißt, man kann seine Kamera aufbauen, so ein bisschen Setup-mäßig. Oben haben wir nochmal eine Ablagefläche mit unseren Blitzen, Blitzfunkies, Audio-Recorder, alles was man viel benutzt, kommt halt hier oben einmal kurz rein, damit es halt schnell gegriffen ist. Und Kleinkram kommt halt hier in die Kisten rein. Jetzt habe ich hier noch eine Leuchte angebaut. Die geht dann halt auch an, wenn die Tür aufgeht, damit man da drin auch was sieht. Jetzt ist es halt gerade super hell hier wegen unseren Lichtern. Deswegen geht die jetzt gerade nicht an. Aber gut. Ja, wir machen das jetzt noch fertig. Schmeißen noch den ganzen Müll weg, der da noch drin lag. Und dann sieht es super aus. Der Schrankumbau ist jetzt natürlich fertig und wie ihr vielleicht gesehen habt, haben wir jetzt auch mit den neuen Lampen das ganze Video weitergefilmt. Vielleicht sieht man ja einen Qualitätsunterschied in der Lichtintensivität und vielleicht auch im Color Grading. Wir werden es dann auch gleich sehen. Und ansonsten war es das erstmal für dieses kurze Video und wir sehen uns im nächsten Video. Abonniert gerne den Channel, hinterlasst Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!